Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in TSW 3. Wir fahren einen Containerzug mit einer Baureihe 155 vom Bremer Hauptbahnhof, beziehungsweise kurz vorm Bremer Hauptbahnhof zum Hafen von Bremen. Und legen los. Die 155 ist in der neuen Presslackierung, die es für mit der Strecke Bremen oder Oldenburg dazu gab. Dann müssten wir Siefer PCB noch kurz anschalten, dann Spitzensignal. Die Frage ist, ob wir obere Zugart, guck mal, da fährt noch ein Güterzug gerade los hier vorne. Schöner, gemischter Güterzug, der hier Ausfahrt hat. Und wir warten mit unserem Containerzug hier noch ein bisschen. Steht hier sonst noch so eine 110, viele Endwagen und dann noch eine 110 in so einer, ja, schicken Lackierung. Was, soll das irgendwie eine S-Bahn-Lackierung darstellen oder so? Naja. Gut. Dann warten wir noch ein bisschen. Bremse sollte ja schon mal sich lösen. Braucht natürlich ein bisschen, bis die gelöst ist vom Zug. Und vor allen Dingen, bis sich alle Bremsen gelöst haben und nicht nur. Der Anfang des Zuges. Lock. Dann können wir die Lüfter zuschalten. Vorsicht laut. Lüfter an. Oder kann man noch so. Machen wir mal die Trafo-Lüfter an, ne? Wir können die anderen Lüfter gleich anmachen während der Fahrt. Trafo-Lüfter haben überhaupt keinen Sound, irgendwie komisch. Dann machen wir die Lüfter voll an. So. Dann. Langsam Leistung aufschalten. Gucken, ob schon was kommt. Es regnet ja ein wenig, dann lass uns die Scheibenwischer auch anschalten. Ja, da kommt schon was. Ich glaube, wir stehen aber noch leicht in der Bremse. Beziehungsweise der Zug bremst noch im hinteren Wagen. Gucken wir mal, ob sich was verändert. Ziehen wir mal so ein bisschen am Zug. Und so langsam setzen wir uns dann auch in Bewegung. Ich lasse mal die mittlere Zugart drin. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man den langen Zug mittlere Zugart fahren würde. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den untere Zugart fahren würden, oder? Wollen wir nochmal kurz anhalten? Ach komm, was soll's. Bisschen Bremskraft nochmal reingeben. Nicht viel. Ich hoffe, das war jetzt nicht so viel. Und dann wechseln wir kurz mal die Zugart. Ich muss natürlich kurz gucken, wie das geht. Ich glaube hier drin. Weil ich würde hier mit untere Zugfahrt fahren. Ich weiß nicht, ob das automatisch immer richtig eingestellt ist, aber mittlere Zugart finde ich hier komisch. So, Bremsmodus G ist in Ordnung. Oder haben die Containerwagen so eine gute Bremswirkung? Das weiß ich nicht. Dann einmal kurz aus und wieder an. Jetzt haben wir untere Zugart an. Und jetzt probieren wir es nochmal hier loszufahren. Sehr schön, jetzt sieht es auch gut aus. Zug beschleunigt gut hoch. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Wir könnten uns befreien. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sind doch hier bestimmt gleich 40 oder so über diese Weichen. Also lohnt sich das Befreien noch nicht. Wir werden eh erstmal nicht schneller als 45 fahren. Mach mal das HUD aus. Ich denke mal, ich werde bis kurz vorm Hafen auch HUDless fahren. Das hat ausgeschaltet lassen. Was steht denn so im Bremer Hauptbahnhof gerade drin, ne? Da rollt ein Endwagenzug aus, auch sehr schön.
Ja, schön. Auch eine coole Lackierung. Gerade an der 110. Die Sounds vom Trafo sind irgendwie ein bisschen seltsam manchmal, also die Lüfter-Sounds. Die klingen irgendwie so mechanisch, klingen irgendwie komisch. Mal gucken. 40. Wir nehmen mal wieder Leistung raus, ne? Lass uns einfach mal rollen. Lassen. Einmal hier durch den Bremer Hauptbahnhof durch. Und jetzt fädeln wir uns hier aus. Auf die Strecke Richtung Oldenburg, aber nicht lange. Nur einen ganz kurzen Abschnitt. Wir fahren dann nur 10 Minuten oder so. Ich wollte die Fahrt euch nur mal nutzen, um euch auch die passende Lackierung zu zeigen. So, was leuchtet da? 1000 Hertz. Okay, das ist nicht so wild für uns. Das heißt, unter 45 bleiben kriegen wir hin. Jetzt hätten wir nicht in die Bremse gehen sollen. Das ist bei großen Güterzügen immer sehr doof, in Bremsen zu anfangen zu bremsen. Ich halte mal wieder ein bisschen auf, dass wir hier nicht ganz so langsam rumkriechen. Ich bleibe aber trotzdem unter 55 auf jeden Fall. Jetzt haben wir gleich die nächste Zwangsab. Wenn man von der Außenkamera in die Innenkamera wechselt, dann ist das, sieht das irgendwie komisch aus. So, wir haben zu viel aufgeschaltet. Dann müssen wir wieder rausgehen. Wo ist denn hier die Nullstellung eigentlich? Das müsste die Nullstellung sein, so können wir aufschalten ein bisschen, ne? Genau. Dann fahren wir andersrum mit dem Rad, sodass wir dann immer so ein bisschen aufschalten und wieder abschalten. Gleich. Und 60 angekündigt. Wir werden, glaube ich, nicht viel schneller als 55 heute fahren, denke ich. So, ich habe schon wieder aufgehört zu regnen. Ja, hat es. Mal schauen, wir schon wieder ausmachen. Und aufpassen, nicht zu schnell zu werden. Aber wir haben ja noch nicht mal die 45 erreicht. Alles gut. Ich mag die Ausfahrt vom Bremer Hauptbahnhof. Langsam erhöht sich so die Geschwindigkeit, die man fahren darf. Ich meine, wir sind schon in der 60er-Zone. Sicher bin ich mir nicht, aber wir dürfen eh nur 55. Alles gut. Ich lasse mal wieder ablaufen. Das wird nicht, dass wir zu schnell werden. Jetzt dürfen wir rein theoretisch 60. Befreien uns und dürfen jetzt auch 60. Aber ich denke auch nicht lange. Wir fahren ja nicht so lange. Wie viel haben wir noch? 3,2 Kilometer. Jetzt geht es einmal hier über die Elbe rüber. Auch eine schöne Perspektive. Auf 55. Jetzt habe ich natürlich nicht genau gesehen, was da auf dem Signal stand, was wir gerade passiert haben. Lass mal Trick 17 machen. Vielleicht sehen wir es jetzt. Ach ja, sehen wir nicht, weil es rot ist. Ich bin doof.
Signal ist natürlich jetzt auf Rot gesprungen in der Zeit, wo wir vorbeigefahren sind. Also werden wir es nicht sehen. Aber da 55 wieder angesprungen bin, denke ich 50 oder 40. Wir können ja mal reingucken. Ja, jetzt sagt er kurz 150 und dann sagt er runter auf 40, so wie es aussieht. In unserer Ersatz-Ebola gucke ich dann immer mal ganz gerne rein. So, wir dürfen allerdings nicht schneller als 45. Ja, 55, so, wir haben 40 angekündigt. Leistung langsam abschalten. Nehmen die Leistung ganz raus, bitte. 2, 1, zack. Gehen wir so ganz ein bisschen rein. Dynamische Bremskraftfehler ist das, okay. Ich wollte gerade sagen, es ist doch nicht die dynamische Bremse. Zwangse, okay. Warum haben wir eine Zwangse gekriegt? Waren wir doch zu schnell? Ich glaube schon. Ich glaube, wir waren gerade zu schnell. Die 40 hätten wir noch hingekriegt. Oh. Und Ersatzsignal. Ich habe es, glaube ich, nicht bestätigt. Aber wir merken, unsere Zugfahrt war eine gute Entscheidung. Weil wir hätten jetzt durch die Zwangse hier zum Stehen kommen müssen vor dem Signal. Genau das haben wir geschafft. Ersatzsignal fahren wir jetzt durch. Das heißt, wir müssen das gleich dauerhaft sozusagen überbrücken, wenn wir an dem Signal vorbeifahren. Das haben wir gelöst. Wir befinden uns im Wechselblinken, das heißt höchstens 45. Einmal kurz warten, bis sich die Bremse am Zug wieder gelöst hat. Das wird ein bisschen dauern. Und dann fahren wir ganz entspannt in den Hafen rein. Und es ist wie immer keine Fahrt von mir ohne Zwangse. Aber die Fahrt macht Spaß. Ist zwar eine langsame Fahrt gerade, aber kurzer, schöner Abschnitt durch Bremen. Auf die Zwangse hätte ich jetzt gerne verzichtet. Aber sonst macht es Spaß. So. Und eigentlich sollte es eine 10-Minuten-Fahrt werden. Wahrscheinlich wird es bei mir 20. So wie ich gondle und... So, wir gucken mal, ob er schon bereit ist, ein bisschen Leistung auf, ein bisschen zu beschleunigen. Ich glaube, wir rollen leicht, oder? Ja, wir rollen. Sehr schön. Wir gehen mal auf Stufe 8. Mal hier ganz kurz. Ja, ganz leicht räumen wir vorwärts. So. Jetzt wird das Ganze ein bisschen schneller. Sehr schön. Und dran denken, dass wir gleich dauerhaft die eine Taste gedrückt halten. Das machen wir ab jetzt. Wir müssen jetzt relativ lange gedrückt halten. Befehl 40 aktiviert. Das sollte gepasst haben. Sehr schön. Können wir uns befreien? Das geht sogar. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass es rechtens war, uns zu befreien. Ich glaube, bei 40 darf man sich nicht aus Wechselblicken befreien. Aber es geht. Ganz kurz nochmal Leistungshebel auf 0 und wieder aufschalten. So ein bisschen vorankommen hier und nicht mit 10 km/h durch die Gegend juckeln. Sicher? 40 dürfen wir ja, dann lassen wir uns auch die 40 auch mal hoch beschleunigen. Und dann folgt die nächste Brücke. Wahrscheinlich auch über einen Arm der Weser. So. Und dann sollten wir gleich schon wieder abschalten, wenn wir die 40 erreicht haben. 70 wäre schön, 40. Und ich glaube, dann fahren wir hier schon über die Weiche wieder raus.
Wo halten wir in 1,9 Kilometern? Ich glaube, wir fahren noch so ein Stückchen Richtung Hafen. Also ein Stückchen sollten wir auch auf dem Abschnitt fahren, den wir jetzt noch nicht kennen, von Bremen-Oldenburg. Wenn wir aus Oldenburg mit dem Regionalexpress zum Beispiel kommen. Da sind die 40. Das heißt für uns rein. Die Bremskraft wieder vergessen. Ja, da steckt ja die Bremskraft hier stärker. Ich vergesse das immer, dass der Bremskraft die Bremskraft einfach nur verstärkt. Und keine dynamische, noch keine Bremse ist. So, ein bisschen noch rein. So. Der bremst sich aber wirklich sehr, sehr träge. Und raus. Nutzen wir jetzt das dritte Gleis. Bin ich gespannt, ob wir schon einen Zug aufgehalten haben hinter uns. Vielleicht schießt gleich das an uns vorbei. Ein bisschen aufschalten können wir jetzt wieder. Und wieder über Wasser. Keine Ahnung, ob das auch noch die Weser ist. Gibt es noch einen zweiten Fluss, der durch Bremen fließt? Vermutlich alles verschiedene Arme der Weser. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Keine Ahnung. Korrigiert mich gerne. So. Und ich wusste, es ist ein grünes Vorsignal. Das heißt, da könnte gleich was an uns vorbeirauschen von hinten. Wenn wir das Gleis freigemacht haben, beziehungsweise wir werden das Gleis gerade schon freigemacht haben. Da bin ich mal gespannt. Sehen wir schon was? Nee, noch nicht. Aber da links sollte was kommen, aber wir werden wahrscheinlich eh gleich abzweigen. Da vorne zweigen wir nämlich ab. Und ich weiß nicht, ob der Zug links, ob wir den auch noch zum Sehen kommen. Zu sehen bekommen. Kann gut sein, dass wir dann schon weg sind hier auf dem Abzweig. Sieht sehr danach aus, sonst müsste er jetzt gleich um die Ecke biegen. Die Autos warten schon mal, das ist gut. Lass ihn wieder abschalten. Auch keinen Zug, ehrlich gesagt. So, jetzt geht es ein bisschen durch die Gartenkolonie, durch die Schrebergartenkolonie. Hier auch noch über den Badeübergang. Sehr cool. Und in Richtung Hafen runter. So, Leistung ist eh raus. Sehr gut. Dann müssen wir uns jetzt nur noch auf Bremsen konzentrieren. 800 Meter haben wir noch. Das sind hier schon die Hafengleise. Sehr cool. Also nur so ein ganz kleiner Abschnitt, den es noch dazu gibt. Jetzt ziehen wir bis zum roten Signal da hinten durch und stellen uns dann da ab. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Hat schon eine ordentliche Länge der Zug. Gehen wir mal rein. Wir wissen ja, die Bremse ist nicht so stark von dem Zug. Stärker bitte. Wir dürfen gleich 500er kriegen. Oder? Sind wir schon? Ja, sind richtig. 20 haben wir. Dann gleich mal gucken, ob wir das Gebiet hier schon verlassen haben, das Weichenvorfeld. Dürfen wir hier schon stehen? Ja, dürfen wir, okay. Perfekt. Das war unsere kurze Fahrt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War eine ganz kurze Fahrt mit 155. Aber ich wollte die mal aufnehmen. Ich wollte mal gucken, wie man da runter zum Hafen fährt. Und natürlich auch in der 10-Minuten-Folge darf keine Zwangsempfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oder 20-Minuten-Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Macht's gut, bis zur nächsten Folge und tschüss.